So, herzlich willkommen, meine Krieger und Kriegerinnen, zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Wir sind hier gerade am Turm des Blauen Mondes und jagen einen Wüstentatzelwurm. Ein weiterer Auftrag aus Finstergram. Da kommen jetzt dann doch noch ein paar, die wir zu erledigen haben. Boah, ist das geil, man kann den einfach so voll easy da weghauen. Und so wie ich das sehe, hätten wir das wahrscheinlich auch noch gestern machen können, aber... Wir haben ihn besiegt. Ah, was willst du denn jetzt? Komm. Aber er hat uns, glaube ich, nicht... Nee, schade. Wir haben ein Hexenmeistergewand bekommen. Ja, wie gesagt, das haben wir schon. Aber das Ding ist 600.000 Gold wert, von daher nehme ich das trotzdem mit Handkuss. Nehmt alles mit. Hier, hier. Mein Andromache. Also, jetzt komm. Vor wem willst du hier fliehen? Hier drüben ist das ganze Gold, oder? Ja. Treasure, perhaps? Her mit dem Gold. Und den Rüstungen. Und meinem zukünftigen Reichtum. Schleich die. Ja, und dann können wir sie eigentlich auch gleich wieder befreien von ihren Gegenständen. Sehr schön. Cool. Dann ab nach Gran Sorin zurück, Freunde. Das ist erledigt. Nicht nach Gran Sorin, nach Finstergram natürlich. Und dann bereiten wir uns auf die nächsten Kämpfe vor. Ich behalte den Bogen jetzt erstmal. Ich habe das Gefühl, der ist deutlich stärker als der andere. Anscheinend, ich habe mich vorher noch mal kurz informiert, kann man den Tod mit Köderfleisch anlocken. Ich habe auch gelesen, er taucht oft in diesen blutleeren Kerkern auf, da wo wir ihn ja auch gesucht haben. Und dann habe ich ja das Problem gehabt, dass beim letzten Mal... Ich muss ihn eigentlich die Laterne auch abnehmen. Dass beim letzten Mal, als wir dort waren, der nicht aufgetaucht ist, dann stand aber explizit da, sollte das der Fall sein, dass ein Ogerhäuptling kommt, verlasst das Gebiet nochmal und geht nochmal zurück. Und dann sollte es klappen. Zwei Kriegshörner sogar. If there is aught I can do, say it. Pray permit me. Erlösungsarmreif. Ein paar scheinbar gewöhnliche Armreifen, die vom Erlöser getragen wurden. Eine kleine Inschrift auf der Innenseite beschwört das Chaos. Pray permit me to help you if there is aught I can do. Jo. If there is aught I can pray, permit pray. Die haben es auf jeden Fall theoretisch in sich. So, Freunde. Wir müssen zurück und diesmal gehen wir den richtigen Weg. Nicht wie beim letzten Mal, wo ich einfach völlig falsch abgebogen bin. Wir könnten auch nochmal gucken, wo Dingenskirchens ist. Ob es neue Aufträge gibt. Keine Monsters? Okay. Also, neue und ich gehe irgendwie davon aus, dass es noch einen neuen Auftrag gibt, wegen
Weil das hieß ja vorher irgendwie, wie ist das König, Auftrag des Königs 1 oder so, der auf Befehl des Königs 1. Warum sollte man es so nennen, wenn es nicht noch einen zweiten Part gibt? Was ein bisschen ärgerlich sein wird, ich glaube, ich habe den Teleportationskristall beim... Tis the makings of a beacon fire, Master. Oh, hier ist niemand. Rift crystals to light it. This place is sure death without a lantern. To relight a wet lantern, remove it, then withdraw it anew. Ja, freilich. Aber ihr seid schon wieder gespawnt. Na, logisch. Es wäre auch ein Schmorn. Alle anderen Kreaturen sind noch nicht gespawnt, aber ihr schon, ihr dreckigen. Oh. Das war jetzt aber auch echt dumm. Das war schon dumm. Ja, shit, aber dann muss ich ja fast nachher noch schnell... Ich hatte jetzt nämlich tatsächlich nicht erwartet, dass wir so easy da durchkommen. Muss ich fast den Browser nochmal kurz öffnen. Damit wir die restlichen Dinger finden. Makabre Skulpturen. Oh. Schnell 40 EP einkassiert. Ganz wichtig. Oder wir locken die... Die Hornträger, ihr wisst schon. Eliminator. Eliminator. Locken wir dabei. Also gegen die kämpfe ich nicht, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Tis hideous, even by a Cyclops measure. Sirens. Insolence. Very well. Locken wir sie an. Doch, es dauert schon ein ganzes Stück länger ohne den Ring. Das war ungewollt. Was? Wuppa! Na, scheiß drauf. Sollen wir uns die Harpie wenigstens schnell holen? Ja. Gib mir mal wieder den Ring. Was hast du denn jetzt gemacht, Melissa? Was hast du gemacht? Das war unfassbar eng. Ja, komm, nee. Nee, Freunde. Ich hab da jetzt keine Muse dafür. Kommt. Kommt. Wir haben einen Eliminator gekillt. Das muss jetzt... Das muss reichen. Oh. Da verlieren wir nur Zeit, dann ist es unnötig. Wir wissen nicht mal, ob wir die Gegenstände brauchen. So, jetzt sind wir im blutleeren Kerker. Theoretisch taucht der Kollege hier relativ gern auf. Have we sufficient stores of oil? Ja. Ich schaue schnell ans Anschlagbrett wegen dem nächsten Quest. What's this? Wir können auch hier gleich einlagern, why not?
What'll it be then? If you've the nick, no doubt. Auftrag des Königs 2. Aufgewählt. Bezwingt den Wüstenlindwurm beim Altar des Wassergottes. Okay, da haben wir ja mittlerweile einen. Warte. Ja. Im Namen von König Theodor dem Dreisten, Erster seines Namens und Herr über alle seine Ländereien, befehle ich euch, einen Drachen des Eises zu töten und seiner Majestät Tribut zu zollen. Okay. Sind wir schon hier, jetzt können wir auch schnell schlafen. Und dann schauen wir mal, ob wir den Tod erneut provozieren können. Er ist Aasfresser und er lässt sich locken. Mei, wir haben zweimal ranziges Köderfleisch. Wenn es beim ersten Mal der Ogerhäuptling ist, können wir den ja mal killen. Tread carefully. Mark each. Und dann nochmal ranziges Köderfleisch abwerfen und schauen, ob der Tod kommt. Oder? We'll not fear for ambush if we dispel the dark with this. A lantern serves well in the dark, but it cannot match a beacon fire. Strain your eyes against the dark. We may not be alone. Ich hoffe, er greift an. Machen wir mal unseren Dingzauber. Ich hatte überlegt, ob ich ohne, weil wir wissen ja gar nicht, ob er kommt. Habe ich kurz drüber nachgedacht. Aber ich will das Risiko nicht eingehen. Wobei eigentlich auch in der Lösung stand, im ersten Durchgang kommt er da häufig. Wir probieren das jetzt einfach mal. Oh, er ist am Boden. Oh, der fällt so zusammen wie nichts anderes. Sehr schön. Was? Treasure? Oh, Treasure! Die speichere ich mir. So, und was ist, wenn wir... Wir haben jetzt halt hier Fleisch und wir haben hier Fleisch. Sieht nicht gut aus. Wie gesagt, es stand auch da im ersten Durchgang. Vielleicht muss ich da nochmal nach genaueren Tipps gucken. In der Rotunde ist er halt echt oft aufgetaucht. Ich brauche jetzt schnell... Die Map mit den Skulpturen. Ich hab sie schon da. Einen kurzen Moment. Spurrier of Scan Murphy. Die haben wir auch schon. Ziemlich sicher. Ja, ist ja recht mit deiner ganzen Werbung, oder? Die haben wir ziemlich sicher auch schon, ja. Was wartet da unten auf uns? Es klingt drachig.
Es klingt sehr drachig. Access to the rift is vital in the bowels of such a place. Oder Blut. Nee. Was sind das für Drachen? Das war mega fan. What the fuck? Was passiert? Alter! Was ist hier gerade passiert? Auf gar keinen Fall! It's a welcome surprise to find a rift stone in such a dire place. Was war das gerade? Wie lange haben wir gezockt? Eine Minute? Eis, ja. Langnese. Such a magic. Oh, come on. Das war gut. Ratzen weg! Sauhund du! Aua! Hör auf, meine Vasallinnen anzugrabbeln! Gut ab, Freunde. Schwierig gerade so ein bisschen zwischen den Zaubern unseres Feindes und unseren eigenen zu unterscheiden, aber es läuft ja nicht so schlecht. Keine Ahnung, was das für Zauber sind. Ich glaube einfach nur tot. Oh, ich bin da voll reingerannt. It shows no sign of taking flight. I cannot take much more. I'll scale it and strike from above. Ey, jetzt ist gut. Da raus, da raus, da. Ich schau mich da kurz um. Okay, nee, es ist, heute passt, zur Not nehme ich noch eine halbe Stunde auf, das geht schon. Scheiß drauf. Ich hab da jetzt Bock drauf. Ich hab die Müdigkeit so ein bisschen verdrängt. Oh. Ich würde auch gern irgendwann mich wieder bewegen können. Dankeschön. Sehr nett. Sind beide da hinten.
Hey, komm. Ich bin halt safe nicht in seiner Schlagreichweite. Passt, passt, passt und wieder raus. Ist gar nicht schlecht, dass er jetzt ein bisschen fliegt. Ich wollte schon gerade sagen, leben noch alle? Lass sie doch liegen! Oh. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich bin gleich wieder bei euch. Okay, wir haben anscheinend irgendein Horn destroyed. Mit seinem Schwanz berührt. Gerade geht die Welt einfach nur. Gerade kann ich gar nichts mehr machen wieder. So ein klassischer Fall. Es gibt so Phasen in dem Spiel, wenn du da einmal ins Straucheln gerätst und am Boden legst, ey, du kannst nichts mehr tun. Ich glaube, er hat ein Horn verloren. Er sieht so ein bisschen danach aus. Ich schau dir das an. Was sind das für Amulette? Was hast du denn jetzt einen Schwächeanfall bekommen, oder was? Ich kann mich nicht bewegen. Ja. Ich glaube, wir haben 4 Stück dabei. Habe ich jetzt gerade wirklich die falsche Taste gerückt und konnte deswegen nicht sprinten, oder? Ja. Der Kampf ist schon wirklich ein ganz anderes Level. Diese unsägliche Mischung aus Zaubern und physischer Gewalt, die auf einen einprügelt, das ist Next Level. Halt die Fresse. Ich bin schon wieder nur damit beschäftigt, unsere Leute wieder zu beleben.
Jetzt nimm's. Geh doch da raus! Ist es dort oben ein realistischer Safe Space? Ich meine, wir hauen uns ja schon ganz schön heftig im Nahkampf jetzt gegen die rein, gell? Und die Frage ist, ob das überhaupt notwendig ist. Es ist ein geiler Kampf. Will ich nur klar sagen, es ist super anstrengend. Und wehe, keiner von euch zwei Teufeln verbessert meinen Bogen. Unter ihm. Jetzt friert uns ein. Bitte dich. Master? Geh doch da raus, Melissa! Ich
Ich weiß nicht, wie ich da rausgekommen bin, aber ich hab's geschafft. Wo? Freunde! Freunde, ich muss mich verabschieden für heute. Wir sehen uns morgen wieder und beenden hoffentlich diesen super spannenden Kampf. Es ist echt heftig. Ich bin vollkommen Adrenalin geladen. Ich freue mich drauf. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.